Viertes Kapitel: Fürchte nicht die Nacht. Twilight Sparkle schlief seelenruhig in ihrem Bett. Der Mond schien hell in ihr Zimmer hinein. Die Türe zum großen Balkon stand offen, damit frischer Wind hineinwehte. Die seidigen weißen Vorhänge schwebten geisterhaft in der sanften Brise. Es war eine Zeit, in der die Nächte noch sehr warm waren. Twilight hatte sich tief in ihr Bett gekuschelt und atmete leise durch die Nase. Neben ihr lag Flash Sentry. Es war sehr still im Schlafgemach. Ab und zu knarrte außen der Flur, wenn eine Wache vorbeischritt. In allen Gängen waren Gardisten postiert. Es war praktisch unmöglich, unbemerkt durch die Flure zu laufen, ohne dabei gesehen zu werden. Twilight hatte im Schlaf ein genüssliches Lächeln aufgesetzt. Nach dem kleinen Spaß mit Flash war sie tief entspannt. Die Matratze wackelte, als der Hengst aufstand. Wie ein Schatten beugte er sich über die Prinzessin und schaute sie an. Seine Augen glühten auf und ein mörderisches Grinsen durchzog sein Gesicht. Er hatte unter seinem Flügel ein Klappmesser versteckt, klein und fein, mit Mustern verziert. Er nahm es in die Hufe. Twilight spürte die Bewegung im Bette und öffnete die Augen. Dann drehte sie ihren Kopf. Nein! Sie griff nach ihrem Hals. Der Traum hatte sich so real angefühlt, dass sie tatsächlich dieses Messer an der Kehle gespürt hatte. Es war nicht nur ein böser Traum gewesen, es war eine Warnung. Immer noch schwer atmend, schaute sie zu Flash Sentry. Der lag mit offenem Maul auf dem Rücken und gab ein entspanntes Schnarchkonzert von sich. Zum Glück war das Schönste kein Traum gewesen. Sie berührte noch einmal ihren Hals und entschied, frische Luft zu holen. Vorsichtig zog sie die Vorhänge zurück und stieg aus dem Bett. Sie schlüpfte in ihre Nachtlatschen und zog einen Schlafmantel über. Ihre Mähne war etwas verfranst, aber das war im Moment egal. Das von vorhin machte sie viel mehr zu schaffen. Niemand träumte das einfach so. Draußen herrschte ein frischer Wind, der ihre Haare aufwehen ließ. Sie sah den Mond an, der in all seiner Pracht leuchtete. O Celestia, o Luna, was würdet ihr an meiner Stelle tun? Wie kann ich zu Diensten sein, Eure Majestät? Prinzess! Luna? Bist du wirklich da? Die Nächte in Equestria sind immer noch so friedlich, wie ich sie in Erinnerung habe. Ein schöner Ausblick. Ich bin ein Alcorn, das Träume leiten kann, auch wenn ich nicht mehr über dieses Reich herrsche. Aber manchmal frage ich mich, wie es dir geht. Twilight hatte großen Respekt vor ihren Fähigkeiten. Sie wusste immer noch nicht, ob sie träumte oder wirklich wach war. Seufzend setzte sie sich hin. Luna nahm neben ihr Platz und hörte ihr zu. Auch wenn ich in Führung bin und Freunde in ganz Equestria habe, so hat mir der heutige Tag doch bewiesen, dass mich nicht alle mögen. Attentäter sind hinter mir her. Wie kann das sein? Wieso will man meinen Freunden und mir Schaden zufügen? Ich bin doch nett zum Volk, oder etwa nicht? Niemand sagt, dass Regieren einfach sei. Tatsächlich wirst du, wie bei meiner Schwester und mir, Wesen begegnen, denen du nichts recht machen kannst. Aber du hast Freunde an deiner Seite und sie werden dich immer unterstützen, denn sie kennen deine Güte. Sie stand mit aufgeschlagenen Flügeln auf und warf im Mondlicht einen langen Schatten. Twilight blieb sitzen und erinnerte sich an Starlights Worte. Es war noch nicht an der Zeit für den Rat der Freundschaft, den sie einmal im Monat zusammenrief, aber es war die beste Lösung. Starlight und Luna hatten recht. Morgen wird sie ihre Freunde zusammenholen und berichten, was Sache war. Sie durfte nicht den Kopf in den Sand stecken und auf weitere Attentate warten. Danke, Luna. Danke, dass du mich aus diesem Albtraum geholt hast. Keine Ursache.
die Träume der Ponys zu bewachen, sehe ich immer noch als meine Aufgabe, auch wenn meine Schwester etwas anderes behauptet. Lass Twilight die Entscheidungen treffen, meinte sie. Mit dem Alltag komme ich klar. Doch das Land der Träume bereitet mir immer noch Schwierigkeiten. Oft bin ich zu müde und... Sie schaute errötet Richtung Schlafgemach, in dem Flash Sentry laut schnarchte. So, so. Kichernd legte Twilight den Huf über den Kopf. Sie hätte nicht gedacht, dass Luna die Erste war, die von ihrer kleinen Affäre wusste. Aber sie konnte Geheimnisse gut hüten. Mit einem Hauch von Vorfreude in ihrer Stimme sagte sie, Lasst uns gemeinsam über die Nacht wachen. Ich werde es dir zeigen. Es ist eigentlich ganz einfach. Luna schloss die Augen. Ein kühler Wind ließ ihre funkelnde Mähne wie ein Vorhang aufsteigen. Während Twilight sie im Mondlicht beobachtete, verwandelte sich die Welt um sie herum. Equestria leuchtete auf und magische Nordlichter zogen durch den Himmel. Dies war die Welt der Träume. Unter ihr saß sie alle Auren der schlafenden Ponys. Auch Starlights Aura im Schloss beruhigte sich augenblicklich von einem Albtraum. Luna begann zu singen. Fear not this night, you will not go astray. Though shadows fall, still the stars find a way. Awaken from a quiet sleep, hear the whispering of the wind. Awaken as the silence grows in the solitude of the night. Darkness spreads through the land and your weary eyes open silently. Sunsets have forsaken all and must open their eyes now. Nightmares come when shadows grow. Eyes close and heartbeats slow. Fear not this night. You will not go astray. Though shadows fall, still stars find a way. And you can always be strong. Lift your voice from the first light of the dawn. Dawn is just a heartbeat away. Just a sunrise away. Twilight schlief wieder in ihrem Bett. Sie war über den Traum, den Luna ihr geschenkt hatte, sehr dankbar. Sie fühlte sich nicht mehr allein und kuschelte sich an Flash heran, der ihre zärtliche Umarmung erwiderte. Am Morgen krähte der Hahn, der Starlight aufweckte. Sofort erinnerte sie sich an ihren Albtraum. Der Huf hatte Twilight erwürgt und sie konnte nichts dagegen tun. Ihre Freunde schrien und flehten sie an, damit aufzuhören. Dann verschwamm das Bild und sie hatte Luna gesehen. Sie sang ihr etwas vor und es schöpfte ihr neue Kraft und neuen Mut. Ab dann konnte sie wieder gut schlafen. Dankbar lächelte sie. Und stand schließlich auf, um aus dem Fenster in das frühe Morgenlicht zu sehen. Auch Twilight schien es gut zu gehen, sonst stände die Sonne nicht am Himmel. Starlight streckte sich, sodass ihr Rücken knackte. Dann checkte sie nach, ob sie gestern Abend alles eingepackt hatte. Der Ausflug zum Berg würde nicht lange dauern, aber es wird steil hinaufgehen. Darum hatte sie eine Kletterausrüstung eingepackt. Weil es sehr windig und kalt sein konnte, nahm sie eine Wollmütze mit und einen violetten Schal, den Rarity für sie als Geburtstagsgeschenk genäht hatte. Er zeigte am Ende ihr Cutie-Mark als Stickmuster. Wenn es kein Reiseausflug gewesen wäre, hätte sie auch ihren Gleitdrachen mitgenommen. Ein großes Hobby von ihr. In den Bergen Drachen steigen lassen. Sie merkte sich den Einfall und schrieb das kurz auf einen Schmierzettel.
Diesen pinnte sie an ein Korkbrett. Neben das Memo hingen lauter Fotos von ihren Freunden, Bilder aus der Vergangenheit, in der Twilight nur die Prinzessin eines kleinen Schlosses gewesen war. Wenn sie zu der Zeit gewusst hätte, dass sie eines Tages über Equestria herrschen würde, nein, das hätte Starlight sich nie denken können. Mit neuem Tatendrang verließ sie das Zimmer, um sich mit den anderen im Saal zu treffen. Die Uhr lag noch auf dem Tisch und zeigte die Symbole. Sunburst stand auch reisebereit da und studierte die Karte. Er hielt einen Kompass und murmelte herum. Wir müssen wohl diesen Pfad nehmen, wenn wir dieses Symbol erreichen wollen. Starlight sah die Symbole einzeln genauer an. Sunburst schien etwas geändert zu haben, denn sie lagen alle auf verschiedenen Plätzen verstreut. Morgen. Was hast du gemacht, Sunburst? Die liegen alle kreuz und quer. Oh, guten Morgen, Starlight. Ich habe etwas ganz Interessantes rausgefunden. Er hatte etwas in einem Notizbuch skizziert. Eine Karte von Equestria, auf welcher er die Symbole eingetragen hatte. Nebenher war er beim Bäcker gewesen. Starlight nahm sich eine Brezel aus der Tüte und hörte ihm zu. Ich bin etwas früher aufgestanden, um mir noch einmal die Karte anzuschauen. Als ich eins von diesen Zeichen berührte, ist es auf eine andere Stelle geflogen. Jedes Symbol zeigt uns auf der Karte, wo es sich befinden soll. Dieses Uhrwerk ist sehr alt und doch steckt sehr viel Magie hier drin. Sie schaute fasziniert über den Tisch und fand, dass einige Symbole sich ganz am Rande der Karte befanden. Ein anderes schien sogar verrückt zu spielen und wusste nicht genau, wo es hin sollte. Es flimmerte und wechselte stets die Position. Was ist damit los? Ich weiß es nicht. Vermutlich wird es von einer magischen Entität gestört. Wo ist eigentlich Trixie? Ist sie schon auf? Ich glaube, du musst bei ihr nachschauen. Vielleicht verschläft sie. Grummelnd ging Starlight in Trixies Zimmer und fand sie natürlich schlafend vor. Ihr Kopf lag schräg auf dem Kissen, schnarchend wie ein Sägeblatt. Ihre Schlafhaltung selbst war ein künstlerisches Wunderwerk. Sie hatte ihren Kopf auf die Matratze gepresst und ihr Hinterteil streckte sich in die Höhe. Ganz so wie bei einer dieser Yoga-Positionen, nur in weniger eleganter Form. Starlight atmete einmal tief ein und streckte den Halswirbel. Dann fügte sie etwas Magie ihren Stimmbändern zu und brüllte los. Aufstehen, Schlafmütze! Trixie sprang wie ein aufgeschlagener Gummiball aus dem Bett und klebte mit zerzauster Mähne an der Decke. Starlight sprach nun mal weiter und lächelte sie von unten an. Guten Morgen. Wir wollen doch gleich aufbrechen, oder nicht? Es war typisch für Trixie, so lange zu schlafen, und Starlight hatte ihr mehrmals gesagt, etwas früher ins Bett zu gehen. Womöglich war sie von Natur aus ein Langschläfer. Immerhin sah Starlight, dass sie gepackt hatte. Ihre zwei Satteltaschen lagen gefüllt neben ihrem Arbeitstisch. Darin saß sie ein paar Teller und ein großes kariertes Leintuch. Das wird kein Picknick. Trixie hatte sich vom Schreck erholt und landete wieder auf der Matratze. Wieso denn nicht? Wir werden keinen weiten Weg haben und Sunburst hat für uns schon etwas eingekauft. Es ist nicht nötig, noch mehr Zeug mitzuschleppen. Ich schätze sehr, dass du mich darauf hinweist, aber ich bin mir sicher, dass wir diese Utensilien brauchen werden. Ich verstehe, dass du die Sache ernst siehst wegen des Hufs. Aber bei Reisen weiß man nie, was auf einen zukommt. Sie grinste breit, weil sie glaubte, ein schlagfertiges Argument gefunden zu haben. Das wurde Starlight zu bunt und machte kehrt. Na schön, schlepp dich ruhig ab. Ich hoffe, du hast auch eine Kletterausrüstung dabei. Wir klimmen schließlich einen Berg. Nachdem sie den Raum verlassen hatte, bemerkte Trixie, dass sie das nicht getan hatte. Starlight kehrte zu Sunburst zurück, der das Notizbuch einpackte und ihr die Taschenuhr überreichte. Der Berg ist nur einen halben Tagesmarsch entfernt, also brauchen wir kein Schlafzeug, wenn wir uns beeilen. Falls wir das Symbol gefunden haben, oder was da auch immer ist, können wir ganz entspannt zurück nach Ponyville laufen und danach weitersehen. Trixie zog zwei vollgestopfte Satteltaschen in den Konferenzsaal. Sie war schweißgebadet. Starlight konnte es nicht fassen. Sie nahm ihr Gepäck ab und durchwühlte das ganze überflüssige Zeug. Dann öffnete sie die andere Tasche und zwei weiße Tauben flogen heraus. Sie fand auch eine meterlange Kette aus zusammengebundenen Tüchern verschiedener Farben.
Mal ehrlich, Trixie, hast du deinen ganzen Zauberwagen eingepackt? Nein, ich habe natürlich nur das Nötigste mit. Du hältst einen Gummizauberstab für nötig? Vielleicht können wir unterwegs ein paar Wanderer mit einer Zaubershow begeistern. Starlight warf den Stab weg und knurrte sie an. Sunburst kam hinzu, ehe ein Streit ausartete. Wir verlieren Zeit. Am besten nimmt Trixie eine Tasche mit, die das Nötigste dabei hat. Den Rest können wir schon aufteilen. Genervt schmiss Trixie eine Satteltasche auf ihren Sitz. In ihrem anderen Rucksack befanden sich Waschzeug, eine Schlafmatte, etwas zu trinken und zu knabbern, auch eine Kletterausrüstung. Dennoch war viel dabei, das nichts mit der Reise zu tun hatte. Das Band mit den bunten Tüchern, ein aufklappbarer Zylinderhut und jede Menge Rauchbomben. Letzteres war allerdings doch keine schlechte Idee, wie Starlight fand. Nachdem sie sicher waren, dass sie alles beisammen hatten, ging es endlich los. Trixie zog ihren Umhang an und setzte ihren Spitzhut auf. Sunburst richtete seine Robe zurecht und Starlight band für die kühle Morgenluft den Schal um. Gemeinsam verließen sie das Schloss. Sie fanden das morgendliche Ponyville leer vor. Wie abgemacht steuerten sie die Straße nach Westen an. Dort sahen sie schon die Berge, deren Spitzen von dichten Wolken umgeben waren. Als sie am Rathaus vorbeikamen, sahen sie Captain Tempest mit der Bürgermeisterin von Ponyville. Viele Ponys standen vor ihnen und es kamen stets neue hinzu. Es entwickelte sich zu einer großen Versammlung. Die Ponys redeten durcheinander und Major Mare bat vergeblich um Ruhe. Ich bitte euch, Ponys, hört dem Captain zu. Es gibt keinen Grund zur Panik. In der Menge tauchten viele Fragen auf. Warum ist Luna zurück? Wird Prinzessin Twilight wieder unter ihr stehen? Ist sie krank? Tempest wartete geduldig, bis alle sich beruhigt hatten. Twilight geht es gut. Luna ist uns allen im Traum erschienen, weil unsere Prinzessin schwere Aufgaben erledigen muss. Die drei Freunde gingen auf die Menge zu. Eine gelbe Stute namens Golden Harvest erkannte sie sofort. Bei ihnen kauften sie immer frisches Gemüse ein. Starlight Glimmer, ist alles in Ordnung? Ich hörte, dass du verletzt wurdest. Dann bemerkte sie ihren verbundenen Huf und zuckte zusammen, als befürchtete sie, er wäre ansteckend. Dann ist es also wahr? Ach, du meine Güte. Starlight wollte etwas antworten, da kam auch die nächste angerannt. Eine hellgelbe Stute mit roter Mähne. Wie sah die Kreatur aus? Ist sie noch da? Sie war überrascht, woher diese Ponys das wussten. Tempest erspähte sie und lief zu ihr. Die anderen Ponys machten Platz. Gut, dass ihr gekommen seid. Die Bewohner sind unruhig. Irgendwie hat sich ein Gerücht verbreitet. Trixie zog ihren Hut vors Gesicht, um ihre roten Wangen zu verbergen. Starlight sah sich die anderen Ponys an. Das Dorf grenzte an einem unheimlichen Wald. Und es kam immer wieder mal vor, dass etwas aus diesem Wald schlich und den Ponys Angst einjagte. Sie fasste einen Entschluss und drängelte sich durch die Menge. Die Ponys bemerkten, dass sie etwas zu sagen hatte und bildeten eine Gasse zum Podest. Sie sah bekannte Gesichter. Lyra Heartstrings und Sweetie Drops, die Postbotin Derpy Hooves, die das Telegramm geliefert hatte, und die Stute, die das Juweliergeschäft betrieb. Aber Rainbow Dash und Applejack waren nicht anwesend. Vermutlich kümmerten sie sich um die Scheune. Starlight rief mit lauter Stimme, ohne magischen Verstärker. Hört mal zu, Ponys. Ich weiß, dass diese Gerüchte euch Unbehagen bereiten. Und ich werde ehrlich sein. Sie sind alle wahr. Ja, ein Wither-Pony hat mich gezeichnet. Aber ihr könnt beruhigt sein. Ich habe das Monster besiegt. Es besteht keine Gefahr mehr. Des Weiteren vertraut die Prinzessin euch. Sie hatte die Elemente der Harmonie vereint. Sie und ihre Freunde hatten Equestria mehrmals gerettet. Und wir alle hatten die drei Schurken vor Canterlot in die Schranken gewiesen. Also hört auf zu zweifeln. Unterstützt die Prinzessin der Freundschaft. Auf dem Rathausplatz wurde es auf einmal ganz still. Aber Starlight war noch nicht fertig. Es sieht so aus, als würden wieder dunkle Wolken herbeiziehen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, der Prinzessin zu beweisen, dass wir durch Einigkeit gemeinsam stark sind. Zeigen wir dem Feind, welcher auch kommen mag, dass er es mit uns nicht so leicht haben wird. Die Menge starrte sie gebannt an. Sogar Sunburst sah seine Freundin mit gläsernen Augen an.
Tempest kam nicht aus dem Staunen heraus und sie staunte noch mehr, als das erste Pony im Beifall auf den Boden stampfte. Dann begann die gesamte Herde zu trampeln, sodass der Platz erzitterte. Ich wusste, dass es in euch steckt. So stieg sie vom Podest und schlug ihre Mähne nach hinten, als hätte sie ein Werk vollbracht, das die Welt verändern könnte. Die alte Stute Major Mare kam auf sie zu. Du liebe Güte, ich hoffe, sie lassen sich nicht bei der nächsten Mal aufstellen. Bitte, bitte, tun sie es nicht. Keine Sorge, ich habe etwas anderes zu erledigen. Ihr Posten ist fürs Erste sicher, Frau Bürgermeisterin. Dann stolzierte sie davon, bevor die alte Stute sich fragte, was fürs Erste eigentlich heißen sollte. Die Menge löste sich auf. Ponyville kehrte in den Alltag zurück. Tempest, Sunburst und Trixie liefen auf Starlight zu. Der Captain musste sie loben. Ich werde Twilight weitergeben, was du gesagt hast. Es wird dir neuen Mut machen, da bin ich mir sicher. Ich musste sie nur ein wenig wachrütteln. Nun kann ich damit anfangen, warum ich eigentlich gekommen bin. Twilight hat mich gebeten, euch etwas zu schenken. Für uns? Für euch. Es ist dieser Kristall. Tempest tippte auf ihren Brustharnisch und der rosarote Kristallstern fiel heraus. Ich kann mir einen neuen anfertigen lassen. Für euch wird dieser von Nutzen sein. Damit könnt ihr mit Twilight in Kontakt treten. Das war eine gute Idee, fand Starlight. Es wäre bestimmt nicht schlecht zu wissen, ob die Prinzessin wohl auf war. Ich beneide euch ein bisschen. Wieso denn das? Ich war auch auf Reisen, nachdem ich mich vom Sturmkönig losgesagt hatte. Ich hatte die Kunde verbreitet, dass er besiegt wurde, und dabei lernte ich neue Freunde kennen. Ich reiste mit ihnen. Es war schön, aber nun bin ich Captain der Garde. Ich wäre sehr gerne mitgekommen. Aber ist es nicht auch eine Ehre, an der Seite von Twilight Sparkle zu stehen? Ja, das ist es. Viel Glück bei eurer Reise. So verließen die drei Ponys das Dorf. Der Berg rief nach ihnen. Tempest schaute hoffnungsvoll hinterher. Dann machte sie sich auf den Weg nach Sweet Apple Acres. Auf der Farm halfen die Söldner und Freiwilligen dabei, die Scheune zu reinigen. Die Kadaver lagen außerhalb auf einem Haufen. Ponys mit Nasenklammern schrubbten das Blut von den Wänden. Tempest sah diesen Haufen angewidert an, der von Fliegen und anderem Getier belagert wurde. Ein Gardist besprühte alles mit Desinfektionsmittel. Sie waren alle schon sehr früh auf, um die Sache so schnell wie möglich zu entfernen. Denn mit den ganzen Kadavern kamen auch Krankheiten und eine Epidemie wäre ganz schlecht für das Geschäft der Apple-Familie. Tempest schritt zu den zwei Freundinnen, die an den Innenwänden der Scheune schrubbten. Wie geht es voran? Wie du siehst, sehr langsam. Tempest sah sich um und erkannte, dass die Schriften trotz der ganzen Plackerei noch lesbar waren. Die Scheune musste neu gestrichen werden. So viel stand fest. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass Twilight euch zum Palast ruft. Es wird eine Notkonferenz geben. Applejack schmiss den Schwamm kraftvoll in den Wassereimer, sodass das Blutwassergemisch in alle Richtungen spritzte. Weißt du, Twilight ist unsere beste Freundin und ich mag sie sehr. Nein, wir lieben sie sogar. Aber was mich gerade sehr beschäftigt, ist nicht irgendeine Konferenz, sondern die Totenschweine auf meiner Farm. Ach, mach dir deswegen keine... Nein, du verstehst das nicht. Ich will dir eine Frage stellen. Als du hier ankamst, ist dir ein Schild aufgefallen, auf dem stand Farm für tote Schweine? Applejack, du weißt, dass meine Gardisten euch dabei helfen... Hast du ein Schild gesehen, auf dem stand Farm für tote Schweine? Nein, habe ich nicht. Und weißt du, warum du dieses Schild nicht gesehen hast? Wieso nicht? Weil das Schild nicht da ist, denn das ist hier auch keine Farm für tote Schweine. Applejack, wir werden unser Möglichstes... Nein, du verstehst nicht. Wenn Phil Tirish hier auftaucht und diesen Haufen da draußen sieht, wird das unseren guten Ruf auf Dauer schädigen. Dann werden unsere Äpfel nicht mehr verkauft. Wir sind dann klipp und klar einfach aus dem Geschäft raus. Das heißt dann keine Buntapfelmarmelade mehr für Ponyville. Wir verlieren unsere besten Kunden und vielleicht sogar das gesamte Grundstück. Weißt du, was auf dem Spiel steht? Ich will ja Twilight unbedingt helfen, aber ich will nicht dafür unsere Existenz aufs Spiel setzen, okay?
Hey, AJ, wir finden eine Lösung. Komm mir nicht mit AJ, Rainbow. Rainbow zuckte zusammen. Applejack nahm eine kurze Verschnaufpause. Sie bemerkte, dass sie Rainbow Dash in ihrer Aufregung angeschrien hatte. Bitte verzeih, aber ich will im Moment nichts von AJ hören, solange unser ganzes Leben auf der Kippe steht. Granny Smith ist sehr krank, Big Mac wird Vater und wir haben keine Schweine für Dünger mehr. Tempest schritt schweigend auf die beiden Ponys zu. Nur das hektische Schruppen der Gardisten und Freiwilligen erfüllte die Scheune. Ich sehe deine Situation und ich kann deine Wut wirklich nachvollziehen. Ich fühle mich sogar mit betroffen, weil dieser Bastard diesen Namen mit Schweineblut an die Wand geschmiert hat. Ich kenne vielleicht jemanden, der uns helfen kann. Sie rief den Sergeant zu sich. Ein kräftig gebauter Pegasus-Hengst mit weißem Fell und blauer Mähne. Sergeant Hoofstrong, ich bräuchte mal Ihren Kristall. Ich möchte einen guten alten Freund kontaktieren. Der Hengst ging dem Befehl nach und betätigte den Kristall an seiner Rüstung. Tempest führte einen einfachen Zauber aus, der ihr den gewünschten Empfänger brachte. Hey, das Ding leuchtet? Kepa, ich bin's. Fizzy? Oh Mann, das ist ja eine Ewigkeit her. Was geht denn so ab in Equestria? Du hast doch mal was von einer Bande gehört, die tote Dinge verschwinden lässt. Ja. Die Asker von Clutchtown? Was ist denn passiert? Um Celestias Willen, du hast doch niemanden abgemobbt. Hör mal, diese Angelegenheit soll möglichst schnell und unauffällig passieren. Bring die Typen her. Es gibt etwas auf Sweet Apple Acres. Jo, mach ich. Grüß deine Pony-Freunde von mir. Somit endete das Gespräch. Tempest sah ihren Sergeant scharf an. Und sie erwähnen nichts der Prinzessin. Wir haben diese Sache problemlos erledigt. Hoofstrong salutierte, ohne ein Wort zu verlieren. Alle machten sich weiter an die Arbeit. Und Tempest fegte den Boden. Die Rückstände blieben dran, aber das Gröbste vom Schmutz war erfolgreich beseitigt. Applejack verließ die Scheune und musste mit Erstaunen feststellen, dass der Kadaverhaufen verschwunden war. Während sie 5 quälende Stunden die Scheune gesäubert hatten, waren die besagten Besucher eingetroffen. Einige Hengste der Garde mussten Zeugen gewesen sein. Die Typen waren echt schnell. Boah, und gründlich. Egal, wie diese Typen das angestellt hatten, Applejack fühlte sich wesentlich besser. Auch wenn etwas Blut auf dem Boden lag, war das Problem beseitigt. Diese Tempest mit ihren Verbindungen. Die Garde reinigte das Blut vom Boden, indem sie die Erde umgruben. So sah es aus, als hätten die Apples ein neues Feld in Planung. Filthy Rich würde das nicht kümmern, solange er ungestört mit den Apples handeln konnte. So, wärt ihr dann bereit mitzukommen? Rainbow Dash nickte entschlossen. Applejack meldete sich, um ihr einen Moment zu geben. Ich werde noch schnell meiner Familie auf Wiedersehen sagen. Sie lief ins Haupthaus, das auch mit der Scheune verbunden war, und stieg die Treppe hinauf, um das Zimmer von Granny Smith zu erreichen. Sie öffnete vorsichtig die Türe und sah die alte grüne Stute im Bett liegen. An ihrer Seite saß Sugar Bell. Applejacks Großmutter atmete schwer und laut. Ihre Augen waren verklebt. Ein feuchtes Tuch lag auf ihrer Stirn, um das Fieber abzukühlen. Seit Tagen ging es ihr immer schlechter und Applejack machte sich schon langsam Gedanken, dass bald die Zeit gekommen war. Auch wenn ihr klar war, dass niemand für immer lebte, schmerzte dieser Anblick sehr. Sie nahm ihren Hut ab und presste ihn fest gegen die Brust. Hey, Granny. Applejack. Ich werde für einen Moment weg sein. Big Big und Sugar Bell werden sich um dich kümmern. Sie wusste nicht, warum sie immer hinaufging, um das zu sagen. Vermutlich, weil sie befürchtete, dass es jeden Moment zu weit sein konnte. Granny Smith befand sich in einer Art Dämmerschlaf. Halb wach, halb ruhend. Vermutlich wusste sie nicht mehr, wo sie sich befand. Applebloom ist auch da. Ist gut. Geh nur. Applejack verließ wieder den Raum. Bevor sie die Türschwelle übertrat, sagte ihre Großmutter noch. Aber fütter die Schweine, bevor du gehst. Mach ich, Granny. Sagte sie und knirschte mit den Zähnen, während sie die Treppe hinunterlief. Als sie wieder aus dem Haus trat, erblickte sie Filthy Rich, wie vermutet. Er unterhielt sich mit Tempest, die ihm erklärte, dass alles in Ordnung war.
Auch Big Mac und Appleblum mit dem Ferkel in den Hufen standen dabei. Applejack versuchte, eine Maske der falschen Fröhlichkeit aufzusetzen. Noch nie war dieser Hengst so ungewollt. Nur gut, dass die Aasgeier alles rechtzeitig entfernt hatten. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es einen Zwischenfall auf der Farm gegeben hat. Ich wollte besser mal nachsehen. Es riecht, als hätte dir was versprüht. Guten Tag, Mr. Rich. Uns geht es bestens, keine Probleme hier. Immerhin konnte sie ehrlich sein. Es gab wirklich keine Schwierigkeiten mehr. Und was machen all die Wachen hier? Eine Schädlingsbekämpfung. Aber Twilight hat vorgesorgt und die besten Spezialisten geschickt. Schädlingsbekämpfung? Ich hoffe, meinem Buntapfelbäum ist nichts geschehen. Manchmal könnte Applejack ihm eine kleben. Seine Bäume, sie riss sich zusammen. Diese Art von Schädlingen meiden diesen Baum. Mr. Rich genügte diese Antwort und wechselte das Thema. Er zog ein Lächeln, das nur ein Geschäftshengst machen konnte. Ach so, das ist gut zu hören. Natürlich müsst ihr auch die anderen Bäume beschützen, keine Frage. Wie geht es Granny Smith? Habe von der guten Dame schon lange nichts mehr gesehen. Sie liegt schwer krank im Bett. Bis dahin leite ich die Farm. Ihr würde Ruhe wirklich gut tun. Oh, das klingt ja gar nicht gut. Ich hoffe, ich kann eurer Familie bei irgendwas helfen. Das schätze ich sehr, aber im Moment brauche ich keine Hilfe. Sagt mir Bescheid, falls ihr welche braucht. Die Familie Rich wird für euch da sein. Dann sah er Appleblum und das kleine Ferkel. Süßes Schweinchen. So ging er wieder und die Apple-Familie sowie Rainbow Dash und Tempest konnten endlich aufatmen. Nachdem die Sache endlich geregelt war, bereiteten sich Applejack und Rainbow Dash für den Aufbruch nach Canterlot vor. Sie wuschen sich an einem Wasserhahn, während Tempest wartete. Die Kutsche steht bereits am Rathaus, wenn ihr fertig seid. Die Soldaten werden in Sweet Apple Acres bleiben und auf die aufpassen, bis wir uns sicher sind, dass alles in Ordnung bleibt. Rainbow hob den Kopf aus dem Wasserstrahl. Dabei formte ihre nasse Mähne einen schwunghaften Spritzer. Warum fahren wir nicht mit dem Zug oder verwenden eure Einhorn-Beam-Aktion? Das kann nicht jeder, verriet Hoofstrong. Zwar wollte Twilight, dass jeder zweite Gardist teleportieren kann, jedoch sind die meisten noch nicht dazu imstande. Applejack und Rainbow Dash hoben die Augenbrauen und sahen sich an. Sie fragten sich, wieso die Prinzessin so erpicht darauf war, dass jeder teleportieren konnte. Doch schließlich war daran nichts falsch, dass die Gardisten etwas mehr konnten, als nur grimmig in der Gegend herumzustehen. Die Apfelstute packte ihre Sachen. Eine kurze Umarmung von Appleblum und Big Mac reichte aus, um neuen Mut zu machen. Dann verließ sie mit Rainbow und Tempest die Farm. Die zwei Freunde hofften, sie konnten Twilight irgendwie helfen. Im verschneiten Gebirge, weit im Norden von Equestria, wanderte eine dunkle Kapuzengestalt einen schmalen Pfad entlang. Ihre schemenhafte Form ließ sie wie einen einzelnen Schatten im weißen Nichts erscheinen. Niemand konnte ausmachen, wo seine Kleidung anfing oder aufhörte. Der Hengst war wie ein Geist aus dunklem Rauch. Seine roten Augen leuchteten durch den Nebel. Der tiefe Schnee und der peitschende Wind machten ihm keine Sorgen. Jeder andere Wanderer würde dieses Gebiet meiden. Oben war das Wetter sein eigener Herr. Kein Pegasus würde gerade ausfliegen können, ohne gegen einen Berg zu zerschellen. Der Hengst ging über eine zerklüftete Schlucht. Der Überweg wurde von zwei dünnen Felssäulen gehalten, sodass man meinen könnte, sie würden bald durch die Winde in sich zusammenbrechen. Das Ziel des Ponys war ein hoher Berg, auf dem ein blaues Licht flackerte. Hinter der Brücke, die der Hengst überquert hatte, wirkten die Felsen nicht mehr uneben, sondern glatt und solide. Eine breite Treppe führte zum blauen Licht. Dort stand eine große Schale, in der das Feuer loderte. Sie war von vier unheilvoll wirkenden Säulen umgeben. Der Hengst stieg hinauf, ohne sich anzustrengen. Er schnaufte nicht einmal. Direkt vor der Flamme stand ein weiterer Hengst, ebenfalls ein Einhorn.
Er war deutlich größer gebaut und hatte eine schwarze Kutte an. Aber seine Kapuze war zurückgezogen und man erkannte sein blaues Fell mit schwarzen Streifen, die an ein Zebra erinnerten. Es war aber kein Zebra. Seine lange, weiße Mähne wehte verloren im Wind und seine grünen Schlitzaugen schauten düster in die Flamme hinein. Als das andere Pony ihn erreichte, sprach er mit tiefer, rauer Stimme, ohne sich dabei umzudrehen. Du kommst spät, Octavius. Verzeiht, Meister. Quintus ist nicht mehr erschienen. Und das Pony, das er entführt hat, ist nicht mehr in seiner Taschendimension. Das heißt, er ist tot. Twilight Sparkle lebt sich ja immer noch. Ich hätte ihn nicht auf diese Mission schicken sollen. Er war schon immer überheblich gewesen. Aber er wollte unbedingt. Twilights Freunde sind wohl mächtiger, als er gedacht hatte. Aber einen Wither hat er erschaffen, oder? Gewiss. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Hat er jemanden gezeichnet? Das weiß ich nicht. Aber wie es den Anschein hat, wohl eher nicht. Oder vielleicht jemanden, der nicht mit Twilight in enger Verbindung steht. Das ist es, was du herausfinden sollst. Finde den Gezeichneten und bring ihn zu mir. Er hinterlässt sicher Spuren. Wenn es keinen gibt, dann erschaffe einen neuen Wither und bring es zu Ende. Zu Befehl, Primus. Außerdem werde ich Sekunda berichten, was geschehen ist. Und ich werde Quartus und Septimus auf einen von Twilights Freunden ansetzen. Laut deinen Berichten müssten sich die beiden ja in Ponyville befinden. Sehr wohl. Auf die Dämmerung folgt die Finsternis, Primus. Auf die Dämmerung folgt Finsternis, Octavius.